Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute zocken wir Straight Lights von Embers. Sowohl der Herausgeber als auch Entwickler ist das. Und es ist ein 3D-Plattformer mit Souls-Light-Elementen. Das heißt, man hat hier einen Talentbaum, man hat hier ein paar Fähigkeiten, man hat sowas wie eine Dodge-Rolle, man hat also ein Ausweichen, man hat Parieren und eine sehr coole Mechanik. Das heißt, wenn ihr gegen rote Monster, wie ihr jetzt im Trailer seht, kämpft, müsst ihr die rote Form gehen mit einer Taste und mit der anderen Taste parieren. Dadurch kriegt ihr keinen Schaden und heilt euch hoch. Und wenn ihr gegen blaues Monster kämpft, die Monster wechseln auch immer zwischen den zwei Formen, dann müsst ihr in die blaue Form gehen und nochmal die Pariertaste drücken. Wenn ihr, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, in die dritte Form, das heißt die Monster in die dritte Form gehen, diese violette Form, das ist diese korrupierte Form, diese Attacken könnt ihr nicht parieren. Die Attacken könnt ihr nun mit einer ähnlichen Dodge-Rolle, wie ihr halt auch in Souls-like spielen, ausweichen. Das heißt, ihr müsst halt immer drauf gucken, welche Farbe hat der Gegner. Geht ihr in die eine Form, geht ihr in die andere Form oder müsst ihr der Attacke komplett ausweichen, weil das halt korrupiert ist. Die Geschichte ist sehr simpel. Man ist ein Element, man wächst auf, man weiß nicht, was passiert ist, alles ist zerstört und man findet es nach und nach raus. So, das war's von mir erstmal. Viel Spaß beim Gameplay. So, dann starten wir mal rein mit Straight Light. Ich habe das Game schon ein bisschen angespielt, aber habe ein paar Einstellungen verkackt. Anders kann man es nicht sagen. Und deswegen ist mein Rechner sogar abgestürzt. Da ich OBS falsch eingestellt hatte und es hat viel zu sehr von meiner CPU-Leistung verbraucht. Aber gut, macht nichts, machen wir halt einfach eine neue Aufnahme. Müssen wir halt von vorne spielen. Hat auch erst eine halbe Stunde, glaube ich, oder 40 Minuten gespielt. Also macht nichts. In Straight Light spielen wir sozusagen elementar mit, zumindest am Anfang, mit zwei verschiedenen Formen. Einmal eine rote Form und einmal eine blaue Form. Hier sehen wir gerade, dass unser Charakter sozusagen zum Leben erwacht. Und man weiß am Anfang, also der Charakter selbst, weiß am Anfang nicht, was es ist. Aber das werden wir jetzt hier gleich rausfinden. Also das Element weiß selber nicht, was es ist. Sagen wir es mal so. Ich hoffe mal, wenn ihr FPS-Probleme haben sollt, beziehungsweise nee, wenn ich FPS-Probleme haben sollte, sagen wir es mal so, dann habe ich das immer noch nicht richtig eingestellt. Deswegen wundert euch nicht darüber. Eigentlich läuft das Spiel durchgängig auf 60 FPS. Ohne Probleme. So. Ihr seht, das ist alles so noch ein bisschen verschwommen und ja, wir sind wie so ein Küken, was gerade auf die Welt kommt und erstmal klarkommen muss. So ein kleines Feuerelementar. Ich muss sagen, der Grafikstil oder sagen wir mal der Artwork, mal seht ihr, jetzt habe ich halt schon wieder FPS-Drops gehabt. Oh nein, 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 ich habe, oh Gott sei Dank, ich habe auch so wenig Sprache geändert gehabt. Ja, die Grafik sollte ich auf jeden Fall nicht auf Ultra lassen mit meinem System. Machen einfach mal auf Medium. Denn wie gesagt, mein System ist schon 5 Jahre alt. Also sollte man das auch ein bisschen beachten. Das Game ist anscheinend auch von einem Indie-Entwicklerstudio, denn das ist ihr erstes Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe. Also bei Steam zumindest haben die kein anderes Spiel. Das ist das einzige Spiel von Embers. Und die sind sowohl Entwickler als auch Publisher. Also Developer und Publisher. Entwickler und Herausgeber auf Deutsch. Und ja, gucken wir uns das mal zusammen an. Ich habe, wie schon gesagt, so knapp eine halbe Stunde gespielt. Fand es eigentlich ganz cool. Man hat hier so kleine Mechanics mit Parieren, mit Blocken, Counter-Attack hat man auch, also solche, was heißt 0815, aber so ganz normale Dark Souls-Mechanics, die es in jedem Souls-like-Game gibt. Aber es ist natürlich nicht so schwer wie ein Souls-like, es ist halt immer noch ein 3D-Plattformer. Und kleine Puzzles sind anscheinend auch schon drin, also beziehungsweise ich hatte bisher keine Puzzle gefunden, sondern eher einfach nur solche, ja, wie kann man das sagen? Man muss einfach ein bisschen rumrennen und
entdecken. So, aber so richtige Rätsel habe ich bisher noch nicht gefunden in den 30 Minuten. So, jetzt kommt hier die eine Cutscene. Das finde ich halt echt ganz cool gemacht, dass der Charakter halt von Anfang an, das erinnert so ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber erinnert halt so ein bisschen an Fallout 3, wo man halt als von Kindheit an seinen Charakter spielen kann. Und hier ist das ja gefühlt so ähnlich, dass man wirklich ab der Geburt und sobald man, na? Sobald man irgendwo runterstürzt, ich glaube, ich mache das nochmal ein bisschen leiser. Klicken. Ich muss hier gefühlt ins Mikro schreien. Und ich höre mich halt selber kaum noch. Und sobald man halt eine Etappe weiter ist, der ist ja gerade hier von einem Felsen gestürzt. Und auf einmal haben wir so kleine Beinchen. Oh, ich habe vorher noch gar nicht gesehen. Wir hinterlassen ja sogar Spuren auf dem Boden. Das ist ja cool. So, mit A können wir über bestimmte Sachen springen. Oh, ich bin hier fast runtergeplumpst. Es gibt hier auf jeden Fall Fallschaden, aber nur von, sag ich mal, nur von sehr, sehr hohen, hohen Größen, wollte ich sagen. What the fuck? Also nur, wenn man sehr halt irgendwo sehr hoch ist und von da halt runterfällt, aber sollte kein Problem sein. Wimmen ist auch möglich, aber nur zu einem bestimmten Punkt. Das heißt, man sollte nicht in ein zu tiefes Wasser reingehen, sonst ertrinkt man. Also das Spiel ist wirklich wie jeder zweite Plattformer Learning by Doing. Also hier wird gar nichts erklärt. Also außer später halt das mit Angreifen und sowas natürlich, damit man das überhaupt versteht, wie das funktioniert. Ah. Wie eine Katze im Spiegelbild. Na, jetzt ist der Charakter gefühlt ein Jugendlicher. Vorher war er ein Kind. Hat jetzt einen Körper entwickelt. Böse Spiegelbild. Wer kennt's nicht? Oh nee, warte mal. Habe ich jetzt schon wieder eine Aufnahme verkackt? Warum ist denn jetzt meine Game Capture die ganze Zeit so gewesen? Warum war... Alter. Ich krieg's kotzen. Ich hab das erst jetzt gesehen. Das sieht schon verdammt cool aus, muss ich sagen. So, mein größerer Bruder kann ein bisschen was. So, mit RB können wir parieren. Na?
Also parieren kann man, muss auch zu einer bestimmten Zeit parieren. Das heißt, man kann nicht die ganze Zeit pariert gedrückt halten und dann halt pariert er. Und mit LB können wir jetzt hier sozusagen die Farben wechseln. Das heißt, wir müssen gucken, was für eine Farbe der Gegner hat. Wenn der Farbe halt ein Blau, wenn der Gegner halt eine blaue Farbe hat, müssen wir erst in die blaue Farbe rein und dann parieren. Und wenn wir die rote Farbe haben oder der Gegner eine rote Farbe hat, beziehungsweise rot ist, dann müssen wir den mit Rot parieren. Na, jetzt haben wir das nicht geschafft. Jetzt. Nee, war zu früh gedrückt. Jetzt haben wir es geschafft. Und blau nochmal. Passt. Es ist, das Spiel punisht einen hier nicht zu sehr. Das heißt, wenn man mit der falschen Farbe pariert, das wird man dann später sehen, ist das nicht ganz so schlimm. Das heißt, man kriegt zwar kein Leben abgezogen, aber man heilt sich dadurch nicht. Das heißt, wenn man in der richtigen Farbe pariert, heilt man sich hoch und pariert gleichzeitig. Wenn man in der falschen Farbe pariert, dann pariert man nur, aber heilt sich dadurch nicht hoch. Habe ich die erste Attacke gar nicht pariert? So, hoffen wir mal weiter. So, und mit B können wir jetzt auch nicht nur parieren, sondern halt ausweichen. Und da steht ja auch, dass das korrupte Attacken sind. Korrupte Attacken sind gemeint, die Farben, die man nicht hat. Das heißt, wenn der Gegner violett ist, kann man diese Attacken nicht parieren. Das heißt, da der Gegner weder blau noch rot ist, muss man violette Attacken, beziehungsweise violett aussehende Gegner, muss man ausweichen. Genau, und unten ist halt jetzt eine Energiebar, sage ich jetzt mal, eine Energieleiste. Und wenn man in richtigen Farben parieren, dann füllt die sich halt auf. So, mit LT lösen wir dann so eine Attacke aus. Das ist jetzt so ein Quicktime-Event, Dass wir spielen müssen. Aber bisher war das der einzige im Spiel. Das heißt, später ist man ganz normal am Kämpfen. So, links unten haben wir halt die Health Bar, also ganz normal Lebensbalken. Und da steht nochmal genau das, was ich gesagt habe. Das heißt, wenn man pariert in der richtigen Farbe, also rot auf rot und dann parieren, dann heilt man sich hoch und pariert. Und wenn man in der falschen Farbe pariert, dann heilt man sich zwar nicht hoch, aber man kriegt halt keinen Schaden. Angreifen können wir noch nicht, das lernen wir erst später. Oh, das war scheiße. Ah, okay, jetzt hoppe. Na, und das war in der falschen Farbe. Und jetzt müssen wir ausweichen. Denn das ist ein korrupierter Angriff. So, da haben wir jetzt drei hintereinander pariert. Wieder korrupiert. Und, na? So, wieder drei hintereinander. Und korrupiert. Müssen wir noch einen parieren? Ah, okay, jetzt müssen wir erstmal ausweichen. So, jetzt drücken wir wieder LT. Jetzt sehr schnell X drücken. LTRP. Bam. Ja, jetzt hat der Arme kein Gehirn mehr.
Jetzt sieht man, dass sich halt ganz, ganz viele Portale geöffnet haben. Und durch diese Portale entstehen dann aus tausenden Einzelteilen die ganzen Gegner, die wir jetzt bekämpfen werden. Das heißt, ihr seht jetzt, jeder einzelne von diesen Elementaren geht in jedes einzelne Portal rein. Und die müssen wir sozusagen aufspüren, beziehungsweise die spüren dann uns auf und gegen die müssen wir dann später auch kämpfen. Sehr simple Story, aber ganz ehrlich, das reicht komplett für so einen 3D-Plattformer. Und hier sehen wir jetzt gleich das Bonfire sozusagen von diesem Spiel. Also wie halt in Dark Souls finden wir dann immer wieder zu diesem Hub, indem wir Select drücken. Also auf dem Controller, diese andere Taste neben der Starttaste. Und können uns dann hier Talentpunkte verteilen. Man hat einmal, wenn man da links guckt, die einen Talentpunkte und links oben meine ich, und links unten hat man dann die Punkte, die halt für die untere Talentbar beziehungsweise Talent Tree verfügbar sind. Wir haben jetzt drei verschiedene, die wir jetzt skillen können. Entweder so eine Attacke, wo wir den Gegnern Energie spielen und sie ein bisschen angreifen beziehungsweise nach vorne dashen. Dann haben wir allgemein Stun, also eine Betäubung. Oder wir können auf Y aktivieren und dann können wir in jeder Farbe parieren. Das heißt, wir müssen für eine bestimmte Zeit, nicht für immer, die Farbe nicht wechseln, um richtig zu parieren. Ich fand das eigentlich vorhin ganz cool, das probieren wir jetzt nochmal aus. Und so, und dann gehen wir durch unser erstes Portal. So. Also die Idee dahinter, wie gesagt, finde ich echt cool, weil Prince of Persia ist halt wirklich einer meiner Lieblingsspielreihen, bevor Ubisoft die natürlich kaputt gemacht hat, weil dann Assassin's Creed kam. Das wissen ja nicht viele. So, genau, mit Y kann ich dann die Attacke gleich hier aktivieren. Probieren das jetzt mal aus. Bam. Oh, das war in der falschen Farbe. Nochmal. Bam. Na? Na, das war nicht schnell genug. So, und jetzt drücken wir einfach, sobald er down ist, drücken wir einfach LT und sammeln einen von diesen Punkten ein. Das sind jetzt diese Punkte, die wir für den unteren Talent Tree. Die sehen so ein bisschen anders aus. So, gucken wir, wir können hier runterspringen. Und mit X können wir jetzt auch endlich angreifen. Kollege. Hä? Entschwören können? Ich habe das gedrückt. Ah, jetzt. So, bam. Das heißt auch, jedes Mal, wenn wir parieren, falls man das nicht gesehen hat, kriegt der Gegner halt auch Schaden. Das heißt, das ist hier wirklich sehr, sehr simpel gehalten. Oh. Kleiner Freund. Gucken wir mal. Das heißt, theoretisch braucht ihr nicht. Ihr könnt jetzt die ganze Zeit in Anführungsstrichen pazifistisch spielen, indem ihr die ganze Zeit pariert. Also ihr müsst Gegner nicht angreifen, aber die kriegen halt durch das Parieren Schaden. Oh, guckt euch diese riesen Ohren an. Der sieht ja niedlich aus. Damit haben wir jetzt auch schon nach knapp 20 Minuten waren das jetzt, ne? Gucken wir mal, ja, nach 18 Minuten haben wir das, den Prolog durchgespielt. Und hier, wie ihr seht, der Kleine hat hier so richtig Schiss. Der zittert hier ganz doll.
So, das nächste, was wir jetzt machen müssen, wir gehen hier in die Mitte. Wie gesagt, bei Wasser müsst ihr halt in dem Spiel ein bisschen aufpassen, also dieses flache Wasser und allgemein, ihr könnt ein bisschen schwimmen, aber wenn es zu tief ist, dann sterbt ihr. Deswegen probiert es nicht, also das ist kein Action-RPG wie Tomb Raider und sonst sowas, also oder beziehungsweise es ist auch kein Spyro, also es ist nicht wie Spyro, dass man unbedingt die ganze Map entdecken muss, um irgendwelche Geheimnisse zu finden. Ich glaube, hier gibt es nicht mal welche. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel gehalten. Dass man einen Weg verfolgt, geradlinig und dann auch, okay, nichts passiert. Tja, dann laufen wir mal da, wo es leuchtet, würde ich sagen. So, warte mal, ich bin vorhin, das letzte Mal bin ich einfach hier runtergelaufen, ne? Also wenn ich hier zum Beispiel da reinspringen würde, würde ich direkt sterben. So, das heißt wirklich wegen dem Wasser ein bisschen aufpassen. Und hier müssen wir halt rechts oben sehen wir jetzt, wir haben jetzt eins von sechs von solchen Alien-Eiern gefunden. Und jetzt müssen wir uns nur auf die Suche nach weiteren begeben. So. Hier ist noch so ein Kollege. Und die sehen alle so ein bisschen anders aus. Das heißt, der sieht so ähnlich wie ich aus, aber der hat halt längere Haare. Und sind ja anscheinend alle Freunde. Beziehungsweise die Gegner, die sind dann einfach viel, viel größer, wie wir halt vorhin gesehen haben. Die Gegnertypen sind auch recht unterschiedlich. Das heißt, die haben auch mal Fernkampfangriffe, aber das werden wir nachher sehen. Und noch so ein Typ. Und hier seht ihr halt, wenn wir halt eins abgeben, leuchtet das halt auf. Das heißt, das Ding hier links, dieser Strahl links, der ganz oben, der ist jetzt aufgeleuchtet. Der leuchtet jetzt nicht. Das heißt, die, die nicht leuchten, können wir ja zählen. 1, 2, 3 sind hier. 4, 5. Und eins haben wir eingesammelt und insgesamt waren das ja 6 Eier. Das heißt, wir brauchen noch 5 von denen hier. Hier links war ich tatsächlich noch nicht. Wir können es nochmal gucken. Weil ich bin das letzte Mal einfach nach rechts gelaufen. Ich gehe mal stark davon aus, hier oben gibt es auch ein Ei. Also so ein Alien-Ei. Weiß ich aber nicht. Gucken wir mal. Oh, das sah ja witzig aus. Und überall, wo solche kleinen Sträuche sind, wie in einem, sagen wir mal, wie in einem Legend of Zelda, kann man halt sehen, dass man da hochklettern kann. So. Ja, da haben wir noch ein Ei. So, jetzt sehen wir haben 2 von 5. Wie gesagt, Fallschaden gibt es auch, aber ihr könnt halt euch auf solche Markierungen verlassen. Auf solche violetten Markierungen, denn hier heißt es halt, ihr könnt ohne Probleme halt runtersliden. Also auch genau wie, sagen wir mal, wie einen alten Tomb Raider spielen oder... Ach, ich, wie gesagt, ich sag da immer gerne Prince of Persia dazu, weil ich bin halt eher mit Prince of Persia und nicht mit Tomb Raider aufgewachsen. Also Tomb Raider habe ich auch gespielt, aber Prince of Persia... werde ich verrecken? Nein. Ja, Prince of Persia habe ich mehr gemocht als Tomb Raider. So. Aber das ist ja auch eine andere Ära, sagen wir es mal so. Ist das jetzt ein Ei? Ja, denke doch. Ja. Ich habe vorhin tatsächlich nicht... Oh! Okay, macht nichts. Ich dachte, das Wasser ist hier übelst tief. Ich habe vorhin, wie gesagt, tatsächlich nicht nach den ganzen Eiern gesucht. Sondern ich habe mich einfach in irgendeine Gegend habe ich halt entdeckt. In irgendeine Höhle habe ich entdeckt. Also wie eine zweite Welt. Die ist dann hier, wenn man von diesem Riesenkristall da nach rechts geht. Das werden wir nachher auch sehen. Haben wir dann wie eine kleine andere Welt. Warte mal, da bin ich gerade doof. Nee, stimmt, da oben war ich. Genau. So. Genau, und hier habe ich halt versucht, in diese Schlucht da, nennen wir es mal, da habe ich versucht reinzuschwimmen und das, da habe ich halt gemerkt, dass man nicht unbedingt ins tiefe Wasser gehen sollte. Warte mal, habe ich aber jetzt nicht gerade noch ein Ei irgendwo gesehen? Ach doch, da.
Nee, also war ich da doch noch nicht. Aber wie komme ich denn da hin? Kann ich doch vielleicht hier in dieses Wasser rein? Oh. Na gut. Ja, nicht so tief. Kann ich hier drüber springen? Ja. Ja. Ah, hier kann ich aber leider nicht hochklettern. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich beim letzten, beim ersten Durchspielen, also durchspielen, sondern anspielen. Bin ich schon mal hochgeklettert. Ihr müsst euch übrigens auch nicht wundern, dass hier keine Musik kommt. Musik finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, muss ich sagen. Dass das halt einfach diese Leere dieser Welt einfach zeigt. Aber Musik gibt es in diesem Spiel auch. Man hört es auch tatsächlich so ein kleines bisschen im Hintergrund. Aber wenn wir dann diese anderen Welten entdecken, da gibt es auch andere Musik. So, uns fehlen theoretisch nur noch zwei Eier. Wir können jetzt mal gucken von hier oben, ob wir jetzt noch eins sehen. Wir sind ja von da gekommen. Ne, da ist eins. Da. Das heißt, wir können theoretisch hier irgendwo runter. Ja, nice. Ne, ging nicht, aber egal. Guck mal, wir können hier irgendwie hoch. Das sieht nicht so aus, als ob wir hier hochkommen. Ne. Egal, müssen wir außen rumlaufen. Warte mal, waren wir? Nee, warte mal. Hier waren wir ja, ne? Wo habe ich denn gerade das Ei gesehen? Nicht ja komplett blöde. Ah. Na gut, dann laufen wir hier einfach nochmal nach links. Weil hier waren wir ja noch nicht. Also links von diesem großen Kristall waren wir nicht, meine ich. Gucken wir, ob ich hier irgendwo hochkommen oder. Was ist das? Ist das eine Höhle? Das ist aber bestimmt so eine, sage ich jetzt mal, andere Welt, in die wir jetzt reingehen. Ja. Das ist eine. Oh, unser kleiner Freund kommt hier mit. Hier war ich übrigens noch gar nicht, auch beim ersten Anspielen. Okay. Will der jetzt mit uns mitkommen oder was? Okay, das ist ja cool. Ja gut, dann egal, scheiß mal auf die Alien-Eier. Ich würde sagen, wir gucken uns mal hier einfach rum, ne? Vielleicht entdecken wir hier auch neue Gegner, gegen die ich halt noch nicht gekämpft habe. Und der Kumpel ist echt mit, ja? Cool. Vielleicht wird er uns nachher helfen beim Kämpfen. Das Einzige, was ich hoffe, dass ich nicht darauf achten muss, dass er Schaden kriegt, wenn diese Mission in Computerspielen, Alter, wo man halt drauf achten muss, dass dein. Ja, wie nennen die sich nochmal? Diese. Ach Gott. Ich hab vergessen, wie das heißt. Ja, diese Companion-Mission halt, wo man halt drauf achten muss, dass derjenige, mit dem du halt unterwegs bist, unbedingt überleben muss. Ah, der kleine Kumpel kann uns jetzt gleich helfen. So wie es aussieht. Jetzt nicht, warte mal, hä? Naja, so. Ah, okay, und da ist schon der erste Gegner. Aber so ein typischer, den kenne ich schon, ne? Okay, die. Boah! Waren aber viele Attacken hintereinander. Ah, fuck. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ich versuche die ganze Zeit irgendwelche sinnlos Tasten zu drücken. Das hat mich ein bisschen zu konzentrieren. So, was ist eigentlich mit unserem Kumpel? Keine Ahnung, wo der hin ist. Können wir hier hin? Genau, wir können entweder hier hin oder wir laufen hier hoch. Egal, wir kämpfen gegen die Gegner. Wir können Gegner hier auch anvisieren, genauso wie bei normalen Souls-like-Spielen. Aua. Alter. Was war das denn für eine Kombo? Na, geh mal weg. Also ich muss jetzt gucken, wer zuerst angreift, ne?
Wir müssen erst den anderen töten. Was? Habe ich gerade verkackt? Alter! Komm her jetzt! Meine Fresse! Das habe ich gerade echt scheiße gespielt. So. Oh, nice. Was das überhaupt für Dinger sind, die habe ich auch schon beim ersten Mal entdeckt. Also in jeder Welt hat man anscheinend 6 von diesen kleinen Kügelchen. Aber was die bringen, absolut keine Ahnung. Das werden wir halt im Spielgeschehen halt rausfinden. So. Ich weiß auch noch nicht, wie lange so ein... oh Gott. Ich dachte, ich fall jetzt runter. So, was ist das für einer? Keine Ahnung. Alter, ist der schnell. Heilige Scheiße. Fuck off. Nice. Bam. So. Ja, die verschiedenen Gegnertypen. Später gibt es da auch so einen Tank. Dann, oh, da ist ein kleiner Kumpel. Okay, der ist eigentlich anscheinend nicht so fürs Kämpfen gedacht. Mal gucken, wofür er dann überhaupt gut ist. Oder ob er uns einfach nur begleiten will aus Spaß. Warum nicht? Warum ist die Musik denn so leise eigentlich? Ich höre ja so ein... Machen wir das mal ein bisschen lauter. Ich war die jetzt kurz ganz cool. Okay, einfach hier entlang oder was? Ja. Es ist so geil, wie der vor allem Angst hat und diese riesigen Ohren zeigen das auch noch. Richtig. Sehr schöner hier. Okay. Sehr schöner Einsatz von, was ist denn das, eine Violine oder eine Geige? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut mit Instrumenten aus. Aber auf jeden Fall schöne Musik. Und die ist halt sehr, sehr, so sehr subtil. Okay. Ich dachte, ich slide hier so ein bisschen rum, aber na gut. War jetzt ein bisschen öde, muss ich sagen. Einfach nur langlaufe. Aber gut. Komm, geh mal hoch. Und es müssen bestimmt die nächsten Gegner gleich kommen. Nee, ich kann es sehen. Ach, der hat ja seine... Ach so. Okay, Spinnchen. Jedes Mal, wenn ich meine Farbe ändere, ändert der seine Farbe. Ist mir gerade aufgefallen. Das heißt, wenn ich rot bin, ist der blau. Und wenn ich blau bin, ist der rot. Also mein kleiner Kumpel. Alter. Hä? Hä? Ah ja. Er hat die Spinne verscheucht mit dem Stein, aber jetzt habe ich ihn verloren. Na klasse. Na gut, dann gehen wir mal weiter. So, Gegner? Ach da. Das ist, glaube ich, wieder ein neuer, ne? Ne, das ist der gleiche wie vorhin. Der richtig schnell ist. Höh! Boah, wie oft wechselt der denn die scheiß Farbe? Hä? Ach, der war gerade gestunt. Ich habe es nicht gemerkt, Idiot. Jetzt habe ich wieder falsche Farbe gemacht. Okay. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht schlimm, wenn man in der falschen Farbe... Ah, da ist so ein kleiner Stein. Oder ein kleines Kügelchen, besser gesagt, nicht Stein. Aber es kommt erst ein Gegner natürlich. Oh ja, der war brutal vorhin. Das ist diese Fernkampfattacke, die ich gemeint habe. Und die auch. Hier müssen wir sehr weit weg von dem. Sonst macht er uns sehr viel Schaden, ne? Und er teleportiert sich ja auch noch. Hä? Wo ist denn der jetzt? Da. Oh, wo bist du denn, Kollege? Den muss man auf jeden Fall dann
Oh, jetzt hat er sich wieder teleportiert. Ah. Aua. So, jetzt wird er wieder diese ekelhafte Dingsattacke machen. Okay. Jetzt wird er sich bestimmt teleportieren, ja. Jetzt wussten wir jetzt. Alter. Okay. Schon wieder? Alter, bleib mal stehen jetzt. Ganz ehrlich. Geh mir nicht auf den Piss. Ah, seht ihr? Und jetzt wird halt angezeigt, dass wir 8 von diesen Punkten haben. Und jetzt können wir in diesen Hub, also wie halt bei Dark Souls, die Bonfires, genau. Und jetzt sehen wir halt, wir haben einmal 2 Portale, einmal zu diesem riesen Kristall und einmal zu der einen Welt, in der wir gerade sind. So, dann landen wir wieder hier hin. Und jetzt können wir nämlich links oben sehen, wir haben 0 von diesen Punkten. Das heißt, wir können hier nicht das hier weiter skillen, aber wir können das hier unten weiter skillen. Und jetzt habe ich übrigens auch herausgefunden, warum wir diese kleinen Orbs sammeln müssen. Da steht das. Increase all energy gains improved by collecting energy orbs. Das heißt, wenn wir in der Welt 6 von diesen Steinen oder halt Kugeln einsammeln, dann kriegen wir halt mehr Energie. So, also Energie von anderen Punkten. Also diese ganze Energie, diese ganzen Talentpunkte. So, was nehmen wir denn Schönes? RB halten und... Hold RB to focus, once ready, release to parry, gives more energy on success. Okay. Ist das dann einfacher zu parryen oder? Nee, das finde ich irgendwie lame. Mehr Leben? Was haben wir das? Oh ja, das würde ich vielleicht nehmen. Das ist, wenn, sobald man parryt, also wie bei Dark Souls, kann man eine Counter-Attack machen. Also nicht automatisch, sondern man muss dann noch mit X angreifen. Ein Ability-Punkt? Nee, das ist langweilig. Oh, das ist auch AOE-Schaden. Nee, ich finde eigentlich diesen... Diese Counter-Attack finde ich eigentlich ganz cool. So, wir gehen dann wieder in die Welt und machen hier mal weiter. Also jetzt, nachdem ich das alles umgestellt habe, halt auch auf Medium, läuft das Spiel echt gut bei mir. Kann man nicht sagen. Gut, ich habe wie gesagt vorhin auch, beziehungsweise nicht vorhin, sondern am Anfang bei der ersten Aufnahme habe ich falsche OBS-Einstellungen genommen. Deswegen hat mein Rechner ein bisschen gelitten. Aber naja. Man lernt ja nur dazu. So, jetzt haben wir wieder 2. Oh nee, das sind jetzt... Ah, der eine ist ja richtig hässlich. Alter, der hat ja eine übelst große Reichweite. Aua. Hä? Ach, ich habe nicht geparried. Oh Gott. Aua. Ich krieg es gerade irgendwie nicht hin zu parryen. Ich muss vor allem von dem weglaufen. Hä? Ich verstehe nicht. Habe ich jetzt nicht gerade... Na? Ja, okay. Ich muss erst den zweiten fertig machen. Okay. Wird er sich teleportieren? Nice. Haben wir das hingeschissen bekommen? Oha. Also so viele Spinnen kann ich auch nicht auf einmal killen. Na komm, kleiner Kumpel. Du hast doch auch bestimmt irgendwelche Stärken. Alter, was? Kann korruptiert werden.
Also er kann sich selber kopieren, wie auch immer. Heilige Scheiße. Okay, die ganzen kleinen Spinnen laufen jetzt weg, aber die große bleibt jetzt bestimmt da. Alter Schwede. Oh nee, was muss ich gegen den kämpfen? Okay. Ach, what the fuck? Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, wie ich dem ausweichen soll. Alter. Ah. Holy shit, der hat so komische Attacken. Kann ich gar nicht einschätzen. Alter, ich werde es definitiv verlieren. Am ersten Mal. Aua. Die Scheiße. Sie haben voll nicht verstanden, was das für eine Attacke ist. Absolut nicht. Junge, was macht der mit mir? Was sind das für Breakdance-Attacken? Bin ich hier bei Tekken 3 oder was? Ist das hier Eddie oder was? What the fuck? Halt komplett unerwartet, dass er solche komischen Attacken hat. Alter. Ja. Geil. Uff. Boah. Ja gut, ich bin jetzt gerade auch keinen Attacken ausgewichen, aber... Wie viele verschiedene Attacken hat denn der bitte? Heilige Scheiße. Ich muss mich wirklich jetzt auf Parryn halt fokussieren. Was? Ja, jetzt nach links ausweichen, schon klar. Ich muss erst mal seine ganzen Moves mal lernen, ey. So, nach links. So, jetzt greif mich mal bitte nochmal an. Ich will mal wenigstens einmal probieren zu parieren. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für eine Attacke ist. Alter Schwede, übertreib doch nicht, Kollege. Was ist das schon wieder? Noch eine neue Attacke? Ich weiß nicht, was der schon wieder macht. Attacken, ganz ehrlich. Ganz, ganz weirde Attacken. Ich habe meine Barber fast aufgeladen. Wenn ich den jetzt noch ein paar Mal hitte.
Ja. Wie gesagt, wenn überhaupt an den irgendwie rankomme. Was macht denn der? Ey, die Attack. Ich verstehe diese Attack-Animation von dem nicht, Mann. Aua. Wenn er mich noch einmal hittet, bin ich tot. Ja. Das ist so komisch. Sobald ich den angreife, macht er sozusagen wie eine Counter-Attack. Aber manchmal, er macht nicht immer die gleiche. Oh, die ist fett. Hä? Okay, die Attacke war jetzt auch ein bisschen anders als vorhin. Ich werde versuchen, den so oft wie möglich Auto zu attacken. Das ist, glaube ich, das... Na? Leck mich. Boah, endlich eine Counter-Attack. Ich weiß nicht, was der jetzt schon wieder macht. Mach mal deinen Power-Move jetzt, ganz ehrlich. Geht mir langsam auf den Sack, der Kollege. Hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Ah ja, das ist einfach abgehauen. Och. Heiliges Scheiße. Das Ding ist, seine Attacken waren so richtig komisch verzögert auch. Also, ne, sobald er diese komische Attacke gemacht hat, die Breakdance-Attacke, wie auch immer man das nennt, mit dem Fuß, hat er die wie angetäuscht und die dann erst durchgezogen. Ach, man kann hier... Ah, cool, es gibt auch einen Fotomodus anscheinend. Cool. Das ist immer nice. Kann hier rauszoomen, reinzoomen, Zeit anhalten, Einstellungen, Auto fokussieren. Ja, cool gemacht. So, ich würde sagen, wir spielen noch ein bisschen. Hier kommt noch ein nächster Gegner. Das sieht wie ein Tank aus. Ne, oder auch nicht. Bam. Das sieht hier ein bisschen binnig aus. Oh, nicht dieser schnelle Wichser. Aua. Ich kann dem gar nicht ausweichen. Alter. Oh. Ach, Scheiße. Der hat sich da auf der Insel aufgehangen anscheinend. Also ich kümmere mich erstmal um den Kollegen hier. Hä, wo ist der?
Der ist tot. Der hat sich hier anscheinend aufgehangen. Alter! Cool. Er hat sich aufgehangen, aber auf einmal, sobald ich auf seiner kleinen Insel bin, ist er wieder da. Klasse. Warte mal, kann ich hier drauflaufen? Ah, okay. Ich muss hier nicht springen. Gut, das wusste ich nicht. Alter, ganz ehrlich, ich kümmere mich erstmal um den hier. Der geht mir tierisch auf den Nerv. Funktioniert leider nicht so, wie ich wollte, aber... Oh, ich krieg gerade echt nichts geschissen. Ja. Weiß noch nicht, was wäre leichter, erst den einen kaputt zu machen? Also, welchen von denen? Jetzt. Ja, ich krieg es einfach nicht hin, irgendwas auszuweichen gerade. Na, greifst du jetzt mal an, oder? Ey, jetzt hat er sich wieder aufgehangen oder so. Boah, das geht mir so auf den Nerv gerade. Ich verstehe halt nicht. Hängt er sich auf? Hängt er sich nicht auf? Ja. Oh mein Gott. Na, greifst du mich jetzt mal bitte an? Och, endlich. Scheiß, leck die Wand. Leck mich fett. Wo ist der Kollege jetzt? Och, endlich. Meine Presse, habe ich mich zu doof dafür eingestellt. Oh, warte mal. Wir haben hier einen kleinen Stein vergessen. Das kleine Kügelchen, wie auch immer. Also das sind auch anscheinend die einzigen Secrets, sage ich jetzt mal, die man entdecken muss in diesem Spiel. Oder suchen muss. Ja, wenn man sich einfach ein bisschen rumguckt. Oder halt einfach nicht vergessen, sich rumzugucken. So, mal gucken. Ich wette, wir müssen später nochmal gegen unseren Kumpel. Gegen unseren nicht mehr ganz so kleinen Kumpel müssen wir nochmal kämpfen. Machen wir gegen den schon gekämpft? Ja, das ist so ein normaler. Gehen wir auch noch nicht auf den Nerv, ganz ehrlich. Oh. Bam. Oh, nur noch zwei von diesen Hügelchen müssen wir einsammeln. Sieht es nach einer Totenspinne aus? Ne, die ist nur am Schlafen, okay. Nicht. Oh, da hinten ist so eine Kugel. Ich würde sagen, da laufen wir jetzt auch mal direkt hin. Ja, natürlich ist ja noch ein Gegner. Bam. So, jetzt brauchen wir noch eine Kugel. Die ganzen Spinnen sind hier am Pennen. Finde ich klasse. Müssen wir nicht gegen die kämpfen. Aber wir sind ja von da gekommen. Das heißt, hier nach rechts könnten wir noch gucken. Ob wir irgendwas finden. Hat der noch einen Gegner? Und da ist die letzte Kugel.
misskalkuliert. Hä? Egal. Nicht der Achter? Ja, nice. Heißt, wo habe ich die Kugel gesehen? Da. Wir gönnen uns jetzt mal die Kugel erstmal. Nice. Ah, und jetzt müssen wir nämlich 10 von den Dingern einsammeln. Weil ich dachte, man hat immer nur 6 pro Karte, sage ich mal. Weißt du mal, bei wie vielen Minuten sind wir überhaupt schon? Ah, okay, gut. So. Ja, ich würde sagen, wir leveln hier auf. Und dann reicht das auch für das erste. So, was davon nehmen wir jetzt? B gedrückt halten, um zu fokussieren. Ah nee, kostet 10 jetzt. Kostet nicht mehr 8. Okay. Das heißt, wir können hier gar nicht skillen. Ja, das ist schade. Na gut. Dann gehen wir nochmal in die Welt rein. Gucken wir, ob wir vielleicht noch ein, zwei Gegner kaputt machen. Oder vielleicht tatsächlich die Karte auch zu Ende spielen. Ich weiß ja nicht, wie lange eine Welt, so eine so eine Welt dauert. Ja, das war übrigens sehr, sehr dämlich, weil ich jetzt einen Punkt aufgebraucht habe. Ja, das war schlecht. Na? Ja, okay, der dritte Attack habe ich irgendwie nicht erwartet. Nice. 9 Punkte. So, jetzt muss ich erstmal klarkommen, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Ich bin ja eigentlich die ganze Zeit hier nur im Kreis gelaufen. Um zu gucken, ob ich diese... Kann ich irgendwie hoch oder so? Kann ich hier hoch? Nee, das sieht nicht so aus. Nee. Ah, hier kann ich aber hoch. Nice. Okay. Diese Sprünge sehen immer sehr komisch aus. Der klebt sich dann so ein bisschen dran. Aber, na gut. Macht näher nicht. Okay. Oh, das ist wieder unser Kumpel, oder? Ja. Lass mich raten, er hat in der Zwischenzeit noch ein paar neue Attacken kennengelernt. Was zum... Boah, ja, okay. Okay. Aua, aua. Nee, okay, das ist die gleiche Attacke wie vorhin. Entscheide dich mal bitte, Kollege. Welche Farbe du behalten willst. Das ist langsam nervig. Au, hä? Keine Ahnung, ob ich dem jetzt ausgewichen bin oder nicht. Ja, das ist diese komische Spiel. Ach du Scheiße.
Hätte ich in dem jetzt ausweichen sollen. Kommen wir mir so vor oder gucken uns die Spinnen gerade zu, wie wir kämpfen? Eigentlich habe ich ausweichen gedrückt, nicht ausweichen. Oh Gott. Ja, erstmal die Attacke angucken und nicht ausweichen. Okay, habe ich mich ein bisschen wieder hochgeheilt. So, unsere Bar ist auch fast voll. Mein Gott, Kollege. Oh mein Gott. Komm ran jetzt auf 2 Meter. Okay. Aha, okay. Das heißt, wenn jemand korrupiert ist und auf Licht trifft, dann geht die Korruption weg. Das heißt, vielleicht kann man das dann später nutzen als Spielelement. Oh, habe ich mich jetzt für meinen kleinen Kumpel geopfert? Naja, nicht wirklich geopfert, aber bin nicht gestorben, aber er ist wieder irgendwo anders. Oh, nice, der hilft mir. Ja gut. Heilige Scheiße, sind das viele Spinnen. Ah, okay. Die mögen aber anscheinend das Sonnenlicht nicht. Helping Hand completed. Nice. Wie viele genau Karten, beziehungsweise wie lange das Spiel ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt die 2. Karte, die ich jetzt entdeckt hatte. Okay, kann man jetzt wieder aufleveln. Können wir mal gucken, was es hier Schönes gibt. Ah genau, jetzt haben wir so einen Punkt. So, was gibt es hier? 20% mehr Schaden oder wir... Na gut, das ist alles auf Y, das heißt, wir können die Attacken dann wechseln. Da habe ich jetzt auch keine Lust. Das heißt, wir machen einfach das hier. Das heißt, wir machen mehr Schaden. Und hier haben wir nur 9. Das heißt, wir bräuchten noch einen, um das freizuschalten. So, diese eine Welt, die ist auch weg. Das heißt, wir können nur noch in die Hauptwelt. Dann gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Wir können mal die ganzen Steine, Quatsch, die Steine sage ich schon, die Eier, theoretisch. Wir können die einfach mal abgeben. Mal gucken, ob dann irgendwas passiert. Also wir haben ja noch nicht alle eingesammelt. Ich glaube, uns fehlen jetzt noch, oder? Wir gucken einfach mal. Ah, okay. Seht ihr, also es passiert doch was. Mhm. Man hat jetzt einen Kristall. Das heißt, das haben wir jetzt freigeschaltet. Links. Rechts. Genau, rechts fehlt noch eins und in der Mitte fehlt noch eins. Das heißt, uns fehlen genau 2. Was passiert jetzt, wenn wir den jetzt nehmen? Was? Ey, schalten wir einfach einen Screenshot frei oder was? Oder wie muss ich mir das jetzt erklären?
Ah, Glimpse of History. Das heißt, wir gucken hier in die Vergangenheit rein, wie das mal ausgesehen hat. Das heißt, hier gab es halt eine richtige Bevölkerung mit so einer Arke und da oben sind auch ein Podest. Und anscheinend sind halt alle ausgestorben wegen irgendwas. Oder haben sich vielleicht zu Elementen entwickelt. Also das, was wir jetzt sind. Gut, ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Ich muss sagen, das macht wirklich Bock. Es ist ein nicht, also was heißt nicht schwer. Ihr habt gesehen, wie ich mich angestellt habe, aber ich bin auch nicht gut in solchen Spielen. Obwohl ich auch da mal Dark Souls gespielt habe. Das sollte ich unbedingt nochmal on stream spielen. Ja, ich kann es jedem empfehlen, denn es kostet nur, was kostet das denn? 25 Euro. Und nein, das ist jetzt in dem Sinne keine Werbung. Das heißt, ich kriege das jetzt irgendwie bezahlt oder so vom Entwickler, dass ich das empfehle. Sondern es macht ja wirklich Spaß. Also es ist sehr, sehr simpel vom Aufbau. Halt, wie gesagt, auch das mit dem Ausweichen und alles. Es ist kein komplizierter RPG oder sowas, um Gottes Willen. Es ist immer noch ein Plattformer, ein 3D-Plattformer. Aber dafür, was es ist, bis jetzt macht es Spaß. Wie viel Spaß man damit hat, das muss ich später noch rausfinden. Ich werde das Spiel aber auf jeden Fall versuchen durchzuspielen und halt mehr Episoden von dem Game hochzuladen. Hoffe, es hat euch Spaß beim Zugucken. Hoffe, es hat euch Spaß beim Zugucken. Heilige Scheiße. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal. Reingehauen.